In diesem Video zeige ich dir, wie du Farben aus Bildern und Logos ganz leicht in Excel nutzen kannst. Du hast ein Bild oder Logo und möchtest genau diese Farbe als Hintergrund oder Schriftfarbe in Excel nutzen? Hier kommt die Anleitung dazu. Mache im ersten Schritt einen Screenshot von dem Bild oder Logo, von dem du die Farbe in Excel nutzen möchtest. Das geht entweder mit der Taste Druck oder mit dem Snipping Tool. Dazu klickst du unten auf Windows, gibst Snipping Tool ein, wählst dann Neu und wählst den Bereich aus. Der Ausschnitt ist automatisch in der Zwischenablage. Ich zeige, wie das geht. Hier wähle ich Snipping Tool. Nun öffnet sich das Snipping Tool. Und von diesem Bild möchte ich genau die Hintergrundfarbe in Excel übernehmen. Ich wähle einmal Neu. Dann wird das so ein bisschen transparenter. Ich wähle einfach den Bereich hier, lasse das los und es ist sofort in der Zwischenablage. Ich minimiere beides wieder. Im nächsten Schritt öffne ich Paint. Das geht ebenfalls, indem ich unten auf Windows klicke oder die Windows-Taste anklicke und einfach Paint antippe. Nun wähle ich STRG und V und füge das Bild hier ein. Im nächsten Schritt wähle ich hier Farbauswahl und klicke einmal in dem Bereich, wo die Farbe ist. Wenn ich das mache, wird die Farbe hierhin übernommen und ich kann im nächsten Schritt auf Palette bearbeiten klicken und hier findet sich im rechten Bereich der RGB-Code. RGB steht dabei für Rot, Grün, Blau. Den merke ich mir und wähle anschließend entweder STRG 1 und hier dann Ausfüllen und weitere Farben oder ich gehe direkt hier auf Start, den kleinen Pfeil runter bei der Füllfarbe und wähle hier weitere Farben. Dann wechsle ich in diesem Bild auf Benutzer definiert, habe hier unten beim Farbmodell schon RGB vorbelegt und gebe hier ein 51, 177, 191. Das ist genau der Code, der mir angezeigt wurde. Wähle jetzt OK. Und schon habe ich die Farbe in Excel, die ich vorher nur auf dem Bild hatte. Die findet sich in der Datei hier unten, nämlich bei den zuletzt verwendeten Farben. Und dann kann ich die einmal als Hintergrundfarbe verwenden. Ich könnte die natürlich aber auch als Textfarbe verwenden. Und hier ist nochmal der Abgleich mit dem Original. Das passt. Und so leicht lassen sich Farben aus Bildern und Logos in Excel nutzen.